Hallo Kackbratzen. Time to Manch einer mag sich vielleicht die Frage stellen, warum zur Hölle sich die Anschaffung einer Xbox 360 lohnt. Das ist an sich eine sehr spannende Frage, die sich nicht ganz so einfach beantworten lässt. Auf dieser Plattform gibt es weder ein Uncharted, noch ein Killzone oder gar ein The Last of Us. Trotzdem gibt es eine überraschend große Menge an Fanboys, die behaupten, dass es auf dieser Konsole wohl die besten Spiele aller Zeiten gab. Das ist auch fast richtig, mal abgesehen davon, dass einige dieser Titel dann auch Jahre später auch auf der PS3 veröffentlicht wurden. Leider gab es aber damals auch Spiele, die eben erst ab dem zweiten Teil den Weg auf das definitiv bessere System gefunden haben. Was bedeutet, dass man auf einige Perlen verzichten musste, wenn man nicht in den sauren Apfel beißen wollte, um sich allein für diese exklusiven Spiele sich eben auch eine Xbox 360 ins Wohnzimmer zu stellen. Eines dieser Titel war das im Jahr 2006 veröffentlichte Dead Rising. Es war ein Spiel, das seinesgleichen suchte. Es war vielleicht nicht der beste Titel aller Zeiten, da es doch einige kleinere spieltechnische Probleme gab. Aber für das damalige komplett neue Konzept und der technischen Einschränkungen, die man dafür überwinden musste, gehört dieser Zombie-Slasher zu den absoluten Must-Have-Titeln. Dead Rising war definitiv ein Titel, der die 360 an ihr Limit getrieben hat. Fast jeder Bildschirm war bis Oberkante Unterlippe mit Zombies gefüllt, wobei rein theoretisch jeder mit seiner eigenen KI ausgestattet wurde. Zudem konnte man auch wirklich alles, was man finden konnte, als Waffe benutzen. Und als Sahnehäubchen gab es zudem noch eine wirklich ansprechende Story und auch eine relativ bahnbrechende, aber leider sehr herausfordernde Zeitbeschränkung. Say, buddy, you mentioned something about research for a story. That's right. Got a tip that something big's happening. In Dead Rising schlüpft man in die Rolle von Frank West, dem weltbesten Fotojournalisten und Kriegsberichterstatter. Er möchte herausfinden, warum die Nationalgarde eine verschlafene Kleinstadt namens Willamette im ländlichen Colorado abgeriegelt hat. Auf den ersten Blick scheint es, als sei ein brutaler Aufstand im Gange, aber es dauert nicht lange, bis Frank klar wird, dass es sich bei den Einwohnern nicht um normale Leute handelt. Whatever's going on down there. It's not business as usual in this town. Er lässt sich von seinem Hubschraubertaxi in einem Einkaufszentrum absetzen und bittet den Piloten, nach genau 3 Tagen zurückzukommen. Frank bleiben also genau 72 Stunden Zeit, um dieser Geschichte auf den Grund zu gehen. Es dauert nicht lange, da stößt unser Held auf eine Gruppe von Überlebenden, die sich in einem Flügel des Einkaufszentrums verbarrikadiert hat. Leider ist die Freude der Überlebenden nur von kurzer Dauer, als jemand versucht, seinen krätzigen Wauwau zu retten. Es kam, wie es kommen muss, und die Zombies reißen auch die letzten Überlebenden in Stücke. Frank entkommt nur um ein Haar, wobei er sein Überleben dem Hausmeister Otis und 2 Agenten der Heimatschutzbehörde zu verdanken hat. Die Gruppe verbarrikadiert sich nun im Sicherheitsbüro des Einkaufszentrums, aber Frank ist nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um einfach nur die Zeit abzusitzen. Er muss seine Fotosafari zu Ende bringen, schließlich wartet vielleicht schon der Pulitzerpreis auf ihn. Das ist leider nur leichter gesagt als getan, denn im Einkaufszentrum wartet schon eine Horde Zombies, die mächtigen Hunger auf Gehirne haben, verwirrte Kunden, die um ihr Leben bangen, oder auch ein verrückter Regenmantelkult. Aber zum Glück befinden wir uns in einem Einkaufszentrum und dank der zahlreichen Geschäfte können wir uns mit allen eindecken, was das Zombiejägerherz begehrt. Nicht nur was extravagante Kleidung betrifft, sondern auch eine schier unendliche Menge an Dingen, mit denen man die Untoten zu Brei schlagen kann. Die Auswahl der Waffen ist wohl das Glanzstück des ganzen Spiels. Praktisch gibt es kein Ding, das man nicht als Waffe benutzen kann. Die Auswahl reicht dabei von einer praktischen Gartenschere, über Golfschläger, Kettensägen, Rasenmäher, CDs, Dosen, Mülleimer, Messer, Kuchen, Frisbees, kleine Plüschfüchse, Dinge, die Pling machen. Der Knopf, mit dem man hier ein Abo hinterlassen kann. Rohre, Vorschlaghämmer, Gitarren. Aber halt! Zombies zu Hackfleisch zu verarbeiten, ist aber nicht unsere einzige Aufgabe in Dead Rising. Now this is my sexiest shot. Falls ihr es nicht schon längst vergessen habt, dann könnt ihr euch sicherlich noch erinnern, dass Frank eigentlich ins Einkaufszentrum eingebrochen ist, um jede Menge Fotos zu knipsen. Zu jeder Zeit kann man also seine Kamera aus der Tasche herausziehen und die Zombies in allen möglichen Lebenslagen fotografieren. Die Kunstwerke werden dann in unterschiedliche Kategorien eingeordnet, darunter Horror, Komödie oder auch Erotik.
Es gibt auch bestimmte kontextsensitive Momente, in denen über den Köpfen bestimmter Charaktere ein Doppel-P erscheint. Diesen Augenblick sollte man nicht verpassen, denn man kann sich sogenannte Prestigepunkte verdienen. Das Fotografieren hat insgesamt einen großen Einfluss auf das Spielerlebnis und ist mit einer ganzen Reihe von Erfolgen im Spiel verbunden. Mal davon abgesehen, dass es eine Möglichkeit ist, Erfahrungspunkte zu sammeln, um Franks Fertigkeiten zu verbessern. Fantastic! Und Erfahrungspunkte sind unheimlich wichtig. Zu Beginn ist Frank in etwa so hart im Nehmen wie ein Zündholz. Er ist unglaublich langsam und hält auch nicht so viele Treffer aus. Besonders Psychos sind hier noch ein echtes Problem, da schon die kleinste falsche Bewegung zu 100% euer Ende bedeuten könnte. Psychos hingegen sind unglaublich mächtig und halten scheiß viel Schläge aus. Diese Biester bedeuten jede Menge Frust, was aber auch am ehemaligen Safe-Game-System liegt. Aber auch mit dem Retten von anderen Überlebenden kann man sein Erfahrungspunktekonto aufstocken. Aber nicht nur das, denn in bestimmten Fällen ändert sich der Ausgang der Geschichte. Tatsächlich hat Dead Rising nicht weniger als 6 verschiedene Enden. Welches Ende man erreicht, hängt davon ab, wie viele Leute man rettet und auf welche Psychos man so während des Spielens trifft. You can't tell me. Can you, fella? Oh yeah. I know why. Das Grundspiel ist jetzt nicht wirklich lange, aber mit den Abschließen der wenigen Nebenquests, der Fotosafari und allen anderen Aufgaben, kann man die Spieldauer gut auf 70 Stunden langziehen. Leider gibt es auch in Dead Rising einige Probleme. Mal davon abgesehen, dass das Menü und das Interface den Eindruck macht, als ob sich das irgendein unterbezahlter Praktikant in letzter Minute aus dem Hintern gezogen hat, ist die Steuerung des Spiels nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Sie ist jetzt nicht so schlecht, als dass man sich eimerweise übergeben müsste. Aber etwas mehr Feinschliff hätte man der Steuerung trotzdem verpassen können. Vor allem, wenn man an die leichtmadigen Tastenkombinationen für diverse Nahkampfmanöver denkt, wenn man sich mal wieder inmitten einer Gruppe wütender Zombies befindet. Hier kann einem sehr schnell das Licht ausgehen. Was aber noch viel schlimmer ist, ist die Mechanik der Escort-Missionen und das liegt hauptsächlich an der etwas minder bemittelten KI. Entweder verliert man sie im dichten Gedränge, oder sie vergessen komplett, dass sie auf der Flucht sind und bleiben plötzlich stehen. Das ist Frust pur, denn allzu oft muss man sich selbst wieder in Gefahr begeben, den Idioten die Hand reichen und dann nur darauf hoffen, dass sie nicht binnen 5 Sekunden in der Nase bohren. Ein weiteres Problem ist das komplett nervige Zeitmanagement. Es gibt fast für jede Mission im Spiel ein Zeitlimit und Zeit wird ziemlich hart kalkuliert. Der Zweck dieser Mechanik besteht vermutlich darin, die Wiederspielbarkeit zu fördern, um jedes Mal, wenn man spielt, ein einzigartiges Erlebnis zu bieten, weil man vielleicht unterschiedliche Personen rettet oder gegen unterschiedliche Bosse kämpft und man natürlich alle Enden erleben möchte. Aber es geht einem auf den Sack, wenn man auf eine bestimmte Uhrzeit warten muss, dass eine Hauptmission zugänglich ist und man wie ein Idiot auf seine Uhr glotzt, um den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen. Perfekt. Man könnte sich jetzt auch über das Speichersystem beschweren. Die manuellen Speicherpunkte liegen meist sehr weit auseinander und sollte man einmal ins Gras beißen, weil einem vielleicht wieder mal einer dieser teils extrem harten Psychos die Seele aus dem Leib geprügelt hat, dann wird man mitunter sehr weit zurückgeworfen. Was bedeutet, dass man den ellenlangen Weg ein weiteres Mal zurücklegen muss, alle Waffen erneut einsammelt und auch alle Gegner erneut vernichten darf. Damit wird das Spiel unnötig in die Länge gezogen. Grafisch ist jetzt Dead Rising kein Brett, aber es macht immer noch eine recht gute Figur. Es läuft übrigens auf derselben Engine wie auch schon Capcoms Lost Planet. Allerdings findet man hier weitaus mehr Details und bessere Lichteffekte und Explosionen. Dead Rising wirkt trotz derselben Engine so spritzig wie Kartoffelbrei, aber das hat einen Grund. Während man in Lost Planet eben alles in die Grafik geschoben hat, kann sich Dead Rising damit rühmen, dass man bis zu 800 Zombies gleichzeitig auf dem Bildschirm darstellen kann. Und das Getümmel läuft sogar fast ganz ohne Ruckler. Manchmal sieht man vor lauter Zombies nicht das Ende eines Raumes und ganz besonders lustig wird es dann mit der Physik, wenn man mal wieder mit dem Rasenmäher durch die Massen sägt oder sonst tonnenweise Blut vergießt. So gesehen ist Dead Rising ein regelrechtes Brett und es ist erstaunlich, dass die Xbox 360 bei all der Action nicht in die Luft geflogen ist. Der Sound ist ein weiteres Highlight. Obwohl der Ton technisch gesehen nicht besonders beeindruckend ist, hat jede Waffe einen eigenen Sound, der in einem erstaunlichen Detailgrad daherkommt. Wenn man zum Beispiel einen Zombie mit einer Gitarre schlägt, ist der Sound unterschiedlich, je nachdem, ob es sich um eine akustische oder elektrische Gitarre handelt. Das Spiel bietet auch urkomische Musik, die dem Spiel die perfekte Einkaufszentrum-Atmosphäre verpasst. Der Rest ist der übliche käsige Kram, den man auch in einem mittelprächtigen Zombie-Slasher-Film auf die Lauscher bekommt. Der Sound ist definitiv ein großer Teil des Erlebnisses in Dead Rising. The signal's being blocked.
I can't even contact HQ on the emergency line. So, if we want to get our hands on Dr. Barnaby, we're gonna have to secure a way out of here ourselves. Abgerundet wird das mit einer komplett kaputten, aber passenden Sprachausgabe. Wie gesagt, bietet der Titel an sich schon einen sehr hohen Wiederspielwert, sofern man nicht auf den flauschigeren zweiten Teil wechseln möchte. Das Spiel bietet zudem einen Bonusmodus, in dem man Frank so lange wie möglich am Leben erhalten muss, während seine Gesundheit stetig gegen Null sinkt. Auch wenn jetzt diese Perle schon etliche Jahre auf dem Buckel hat, kann man sie auch heute noch aus dem Regal ziehen. Wer jetzt keine Xbox 360 hat, kann sich auch für die Neuveröffentlichung für die PS4 oder Xbox One entscheiden. Aber auch wenn man auf dem neuen System alles in 4K bewundern darf, hat man vermutlich die besten Nostalgie-Vibes, wenn man das Original zockt. Wenn man mal die kleineren Fehler wie die Steuerung und das madige Speichersystem außer Acht lässt, kann man mit dem Klassiker absolut nichts falsch machen. Die komplett lächerliche Story, die allgemein haarige Atmosphäre und vor allem die gnadenlose Action macht Dead Rising zu einem der kultigsten Spiele überhaupt. Wärmt also eure Kackbratzen auf, wachst euren besten Baseballschläger ein und macht euch auf ein absurd lustiges Blutbad gefasst, das euch nicht so schnell wieder loslassen wird. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.